Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von 4FreeSki und heute habe ich was ganz Cooles. Endlich mal wieder ein Unboxing von mir mit der GoPro und zwar ein Unboxing der GoPro HD Hero 4 Silver Edition. Nehmen wir natürlich dieses Plastikzeug hier weg. Zack. Und dann haben wir hier sie auch schon. Und ich habe es bei der Hero 3 schon gesagt, es sieht einfach geil aus. Da kann man nichts sagen. Also, jetzt müssen wir hier diese Teile runterziehen. Ah. Und dann können wir die GoPro auch schon rausziehen. Das hier interessiert uns vielleicht später bei einem Review, aber jetzt eigentlich nicht. Sondern uns interessiert die GoPro. Hier sehen wir sie. Und wir haben jetzt hier diesen Strap rundum dieses ganze Teil und den müssen wir einfach abziehen. Die können wir jetzt einfach hier von dieser Quick Release Platte nehmen. Und dann machen wir einmal die Box auf. Aber bevor ich da was dazu sage, diese Platte, hebt euch die auf. Die bringt's für wahnsinnig viele DIY-Mounts, bringt sich diese Platte wirklich. Also hebt die auf, schmeißt die nicht weg. Und dann müssen wir hier praktisch die Box aufmachen. Und was zum Vorschein kommt, ist natürlich wie immer erstmal, oh, richtig viel Papier. Könnt ihr das sehen? Aber das brauchen wir alles nicht. Was cool ist, drei Sticker. Legen wir mal dahin. Und dann haben wir noch mehr Papier. Oh Gott, noch mehr Papier. Schaut euch das an. Für Leute, die gern lesen, ist es vielleicht was. Für mich eher nicht. Also weg damit. Und jetzt sehen wir hier, können wir das hier schön aufmachen. Und man muss einfach immer wirklich sagen, das Design bei GoPro, das hat schon was. Also die machen das schon nicht schlecht, die Präsentation. Und hier drinnen ist eben dieser flache Mount und der gebogene Klebemount. Und natürlich bei dieser Edition mehrere Backdoors. Einmal eine Skeleton Backdoor, also eine, wo einfach gar nichts ist und dann einmal eben diese Touch Backdoor und die geschlossene ist schon verbaut. Und was haben wir noch drin? Wie immer den GoPro 3 Wege Arm, das habe ich jetzt bei jeder GoPro so, dass das drin war. Ein USB-Kabel, diesen J-Hook Buckle, also diesen längeren Mount und die neue Batterie. Und das ist es eigentlich auch schon. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Bei Fragen runter in die Kommentare. Und wir sehen uns auch schon beim nächsten Mal wieder mit 4FreeSki. Bis dann. Ciao.